Herzlich willkommen EMTB News. Ein weiterer Test von uns und zwar von einem ganz neuen Leit-EMTB, dem Lapierre iCesti AM-LTD. AM-LTD bedeutet, wir haben es mit der Top-Version zu tun, LTD, Limited, immer so ein bisschen die Übersetzung, AM All Mountain, 140 mm an Front und Heck, Carbonrahmen und Fazua Ride 60 Motor. Einige von euch kennen wahrscheinlich das alte Lapierre iCesti, hier das brandneue. Ausgestattet mit Fazua Ride 60 Motor und einem sehr, sehr hübschen Carbonrahmen. Das Ganze ist ein bisschen dynamischer gestaltet als die Urversion und eben durch den Motor hat es auch mehr Bums. Aber dazu komme ich ein bisschen später. Erstmal die Hard Facts von dem Rad. Das hier ist das Topmodell Lapierre iCesti AM LTD. LTD bedeutet in dem Fall immer das Topmodell, so ein bisschen Limited. AM bedeutet All Mountain. Das passt auch. Wir haben 140 mm an Front und Heck. Für mich ist es eher ein E-Trailbike, aber diese ganze Kategorisierung, da können wir ein andermal drüber reden. Hier auf jeden Fall RockShox Ultimate Fahrwerk mit einer Pike Ultimate und einem Super Deluxe Dämpfer. Wir haben Laufräder von Lapierre. Wir haben einen Carbon-Lenker von Rental, was ich ziemlich hübsch finde. Und wir haben natürlich eine Shimano XT-Schaltung. Das ist ein bisschen ein Mix-Max, weil der Schalthebel ist ein SLX-Hebel. Die Laufräder sind natürlich 29 Zoll, vorn und hinten. Man kann aber auch am Heck einen 27,5er verbauen. Dazu hat Lapierre hier so einen kleinen Flipchip dran, den man dann umstellt, damit die Geo wieder passt und auch die Kinematik am Heck passend dazu ist. Ansonsten, der Akku des Motorsystems ist fest verbaut, 430 Wattstunden Kapazität, lässt sich zwar aus dem Rahmen entnehmen, aber nur, wenn man alles Mögliche wegbaut. Deswegen würde ich sagen, er ist fest verbaut. Wir haben aber die Option, einen Range Extender zu montieren und ganz wichtig, seltsam, dass wir das so sagen müssen, dass das ganz wichtig ist, aber es gibt tatsächlich andere Leit-EMTBs mit genau diesem Motorsystem, die keine Ladebuchse am Rahmen haben. Natürlich Lapierre mit Ladeport. Ganz klar, also alles andere macht auch wenig Sinn, oder? Gewichtstechnisch sind wir bei dem Topmodell hier in der Rahmengröße L ohne Pedale bei 18,2 Kilo. Finde ich gut, finde ich sogar sehr, sehr gut. Ansonsten ein reinrassiges Leit-EMTB mit Fazua Ride 60 Motor. Vom Design her ist das iCesti natürlich super modern und super schlicht gehalten. Die ganze Rahmen Form wirkt sehr dynamisch, das Oberrohr geht in die Sitzstreben in einer Linie über, es sieht sehr schnell und schnittig aus. Im Oberrohr ist natürlich der Fazua LED-Hub verbaut und die ganzen Bautenzüge wandern unterhalb des Vorbaus in den Rahmen, was natürlich für einen ultra clean Look sorgt, aber in den Werkstätten immer für ein bisschen Kopfschmerzen sorgt. Natürlich wollt ihr wissen, wie sich das Lapierre iCesti AM LTD auf den Trails so fährt. Das haben wir ausprobiert und dazu kommt ihr einfach mal mit. Lapierre iCesti AM LTD, das Topmodell der Leit-EMTBs von Lapierre, Carbonrahmen 140 mm an Front und Heck, RockShox-Fahrwerk mit einer Pike Ultimate an der Front. Ein ziemlich spannendes Trailbike, fährt sich sehr leichtfüßig, sehr agil und kraftvoll. Durch das geringe Gewicht lässt sich ziemlich gut um Kurven fahren und um richtig schnell über den Trail ballern, wenn der Trail nicht zu grob ist. Ist klar, 140 mm an Front und Heck ist jetzt nicht eine Riesenmacht. Das Ganze ist auch relativ straff eingestellt, also es muss auch ein bisschen straffer gefahren werden. Bleibt aber mehr im Federweg als das Vorgängermodell, das alte mit noch dem alten Fazua-Motor. Hier Fazua Ride 60 Motorsystem, kraftvoll bei Bedarf, 430 Wattstunden Akku. Noch keinen Range Extender, der lässt leider immer noch auf sich warten, aber ansonsten ziemlich stimmiges Rad, Full 29, 140 mm an Front und Heck, ich sag das schon. Und auf dem Trail hat es mir richtig viel Spaß gemacht, solange es moderat bleibt. Also wer auf seinen Home Trails im Mittelgebirge unterwegs ist, wird hiermit richtig viel Spaß haben. Wer mehr runterwärts unterwegs ist,
dem wird das Fahrwerk wahrscheinlich zu wenig sein. Mir hat es gut getaugt, ich fand es super quirlig, super leichtfüßig. Wer einen Leit-EMTB für Trails sucht, der sollte sich das Lapierre E-Zesty AM LTD auf jeden Fall mal angucken. Pro und Cons hierbei. Als Pro würde ich sagen, sehr leichtfüßig, sehr agil, gute Ausstattung, geringes Gewicht. Als Cons würde ich sagen, fest verbauter Akku. Der SEG, also der Negativfederweg, lässt sich nur ziemlich schwer ablesen. Also da muss man schon ein bisschen gucken und ein bisschen fummeln und machen und tun. Und die Züge, die klappern teilweise im Rahmen. Ob das jetzt nur bei dem Rad so ist oder generell so ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Bei dem hier war es auf jeden Fall so, hier hat es geklappert. Es könnte auch sein, dass es vielleicht sogar das ist. Auf jeden Fall trotzdem ein cooles Rad, macht viel Spaß. Moderate Trails mit dem Lapierre E-Zesty LTD. Das war unser Test vom Lapierre E-Zesty. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Leit-EMTB habt, postet es hier in die Kommentare. Wir werden versuchen, das Ganze zu beantworten. Wenn ihr Erfahrungen habt mit dem Fazura Ride 60 Motor, postet es auch hier in die Kommentare, weil das ist für uns tatsächlich immer ganz spannend, was ihr darüber so denkt. Ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, schön, dass ihr dabei wart und bleibt elektrisch!